Infovideo! Infovideo! Sowas in der Art. Ja, das ist jetzt ja eigentlich nichts Neues mehr, das neue YouTube-Design. Halt die Klappe. Das Infovideo! neue YouTube-Design, welches sich halt auch auf die neue Startseite bezieht. Und hierzu ein kurzes. Video. Dankeschön. Ja. Ja, und zwar das grundsätzliche Problem, Christian, welches ist es denn? Das ist scheiße. Das ist das grundsätzliche Problem. Das ist ein sehr grundsätzliches Problem. Ja, das zweite Problem ist, dass man jetzt auf dieser wunderbaren Startseite nicht mehr direkt sieht, wenn jetzt euer Lieblings-Abo ein neues Video veröffentlicht hat. Oder sagen wir es mal so, ihr seht es vielleicht schon hin und wieder, denn anders mal geht es gerne unter, weil es von den anderen Abos runtergedrängt oder komplett verdrängt wird. Hast du gerade so angezeigt, wie Leute es sehen, die es noch niemals sich angeguckt haben? Im Sinne von da Haken bei Highlights, den ja. Abos drücken Ja, und so. Highlights. Genau. Also Okay. grundsätzlich muss man sagen, die normale Einstellung von YouTube, die also YouTube sozusagen dadurch empfiehlt, weil das ist immer die Standardeinstellung, sind ja erstens nur Uploads. Das bedeutet, aus irgendwelchen Gründen, wenn nur Uploads an ist, sieht ja alle Videos, die älter sind als einer Stunde. Frag mich nicht wieso, das ist einfach so. Und da Und gibt es eben die, Ansicht halt. ja, und die Aktivitäten werden ausgeblendet. Also Genau, die ob jetzt jemand Aktivitäten. einen Kommentar abgegeben hat oder etwas empfiehlt. Genau, sowas ist eben auch. Aber das ist eben das Seltsame im Sinne von, warum werden dann trotzdem auch, was hochgeladen wird, eine Stunde später angezeigt, wenn ihr den Haken drin habt? Naja, aber Das verstehe ich das nicht. Wichtige bei nur Uploads, und das ist ja auch der Sinn dahinter, ist, dass die Leute nicht mehr Natürlich. zugespammt werden mit diesen Natürlich, ganzen natürlich. Nachrichten. Wir persönlich würden aber trotzdem empfehlen, wir wissen ja nicht, wie viele Abos ihr drin habt, aber diesen Haken rauszunehmen, weil wir persönlich kündigen ja auch gerne über diese Geschichten etwas an, und viele andere User, jetzt wie zum Beispiel Kai bzw. The Emero, verlinkt da ja zum Beispiel auch auf andere Videos, die er sehr gerne guckt und so weiter. Das heißt, er empfiehlt was. Und wenn da der Haken gesetzt ist bei nur Uploads anzeigen, dann werdet ihr diese Empfehlung nicht direkt sehen. Das ist übrigens das große Problem bei diesem neuen ganzen Kram. Man kann nichts anpassen. So, kommen wir nochmal zur Ansicht jetzt erstmal. Erstmal waren natürlich nur Uploads raus. Ja, So, ist so. erstmal das Wichtigste. Jetzt sind wir immer noch auf der Highlight-Anzeige. Wenn man hier oben rechts nämlich auf Ansicht klickt, dann gibt es zwei Optionen: einmal Highlights und alles. Bei Highlights pickt YouTube, wir vermuten, relativ willkürlich, vielleicht ist auch ein System dahinter. Wenn ja, dann haben wir es noch nicht gecheckt. Videos raus, die ihr sehen sollt. Zum Beispiel haben wir hier zwei Videos von Rooster Teeth. Großartige Gruppe übrigens. Wer die Jungs nicht kennt, der Hat sollte was sie. verpasst. Ja, die Fail of the Week sollte aber jeder kennen, aber ist eine andere Geschichte. Jetzt haben sie uns hier YouTube nur zwei Videos empfohlen. Und zwar einmal das Let's Play zu Mass Effect 3 und Halo Reach Fails of the Week. Das Kuriose wäre, wenn ihr jetzt aber diese Anzeige mal auf alles stellt. Dann seht ihr, hey, die haben aber noch zwei Videos mehr hochgeladen. Das hat euch YouTube aber verschwiegen, weil die das nicht als Highlight angesehen haben. Sie haben da halt lieber denn noch mehr Videos, bei uns zumindest, von Machinima oder IGN oder Game Trailers reingestopft. Ja. Das ist jetzt auch noch die Geschichte. Und persönlich würde ich es immer auf alles stellen, damit man wirklich auch alles sieht, weil das ist ja der Sinn dahinter. Ich will ja sehen, Eben. was meine Abos Neues gemacht haben. Und jetzt kommt das große Problem, was wir beide eben gerade diskutiert haben, ist, theoretisch fehlt da ein dritter Punkt bei Ansicht. Es gibt halt Neues und es gibt Highlight und jetzt fehlt noch sowas wie Favoriten oder irgendwie sowas, wo du selbst bestimmen kannst, hey, ich finde jetzt den und den aber ganz besonders gut und den will ich ja jetzt immer gehighlightet haben. Der soll immer angezeigt werden, wenn der Das was Neues hat. Paradoxe dabei ist, theoretisch gibt es sie ja. Also es gibt die Option fürs Favoritisieren, denn hier links habt ihr ja eure Abo-Liste. Wenn ich jetzt auf Mehr klicke, dann sind hier jetzt noch die anderen. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, okay, Machinima ist hier jetzt gar nicht bei meiner Liste mit drin. Die sind jetzt unter Mehr mit versteckt. Wenn ich übrigens auf so ein Ding raufklicke, nur mal zur Info, aber die meisten, denke ich, die wissen es, dann kriege ich halt nur die Videos von diesem Kanal auch gezeigt. Um das jetzt so anzuzeigen, dass jetzt zum Beispiel Machinima immer ganz, ganz oben ist, müsst ihr hier oben auf also bei uns steht jetzt 31 Abos, aber bei euch steht da Zahl und dann halt Abos. Dann müsst ihr draufklicken und dann werdet ihr zu dieser Unterseite geschmissen. Und jetzt seht ihr, okay, wir haben hier schon einen angepinnt und das ist Herr DK. Und jetzt sagen wir, okay, wir wollen aber auch noch, was Sie gerade gesagt haben, Machinima anpinnen. Klicken wir hier drauf. Und dann erscheint Machinima hier oben links auch. Was das bewirkt, zeige ich euch gleich. Noch eine zweite Sache: Wenn ihr mit der Maus über das Abonnieren fahrt, dann kriegt ihr auch noch zwei Abo-Optionen. Und zwar einmal nur neue Videos anzeigen, andere Aktivitäten von zum Beispiel Ghost Recon Game auf meiner Startseite ausblenden. Das ist quasi dann nur für diesen Kanal nur Uploads.
Und ich möchte mal kurz anmerken, das ist das Bescheuertste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Die Idee des Mouse-Over. Dass so eine Option auf den Abo-Beenden-Knopf sozusagen gelegt ist. Es tut mir leid, aber das ergibt keinen Sinn. Nein. Wer hat sich das auf dem Ende nicht... Vor allem da links ist noch genug Platz. Ja eben, hätte man einfach links in dieser Pinalle das hinpacken können? Musste man das per Pop-Up irgendwie bei Abo-Beenden hinpacken? Wer hat sich das ausgedacht? Auf jeden Fall, das ist halt quasi die Option nur für den Kanal dann quasi. Hat man eigentlich nur begrenzte Anzahl von Pins, wenn ich hier das links angucke? 10 Pins. Was? Wie denkt sich sowas aus? Nee, das halte ich jetzt nur für die ich zeige ja gleich, was das bringt. Und auch noch eine Abo-Option, das können Leute machen, das, ich würde es persönlich nicht machen, weil ich immer Angst hätte, dass dann doch alles zugespammt wird. Und zwar könnt ihr sagen, wisst ihr was, ich möchte auch per E-Mail über die neuesten Uploads benachrichtigt werden, dann kriegt ihr sie theoretisch auch immer mit. Nur will ich das wirklich? Nee. Nee, eben. Gut. Also, auf jeden Fall, jetzt haben wir Maschine mal hier angepinnt und das bedeutet, wenn ich zurück zur Startseite gehe, dass Maschine mal hier oben hinterher DK, der ja ebenfalls angepinnt ist, immer hier oben auf Abos als zweiter gelistet ist. Das heißt aber nicht, dass er auf meiner Hauptseite hier bei den Videos generell immer gleich mitgelistet ist. Und das ist ja das Problem, was du gerade auch gesagt hast. Es gibt keine Favoritisiermöglichkeit für diese mittlere Videoleiste, sage ich jetzt mal. Sollte aber eine Möglichkeit geben, sowas wie alle, die angepinnt sind, will ich hier nochmal extra gesondert ansehen können. Ja, einfach. Das sind einfach meine Lieblingskanäle und die will ich jetzt einfach wirklich. Einfach unter Ansicht einmal gepinnt. Oder gepinnte oder wie auch immer. Wie gesagt, jetzt das Pin hat mir jetzt nur gebracht, dass Maschine mal hier oben ist, dass ich nicht über mehr suchen muss, sondern einfach raufklicken kann und ich sehe halt den neuesten Content von Maschine mal. Und das Ganze ist ein weiteres Problem ist natürlich sozusagen, was du mir eben gerade auch nochmal gesagt hast, wir haben gerade eine sehr lange Diskussion darüber geführt. Ja, wir mussten es ja selber rausfinden. Das Ding ist einfach, warum gibt es nicht sowas wie zum Beispiel bei neuen Kommentaren, sehen wir eine lustige Zahl von allen neuen Kommentaren. Warum gibt es nicht sowas wie, was weiß ich, Maschinima hat 2 neue Videos hochgeladen, klickst drauf, dann ist die 2 weg und du siehst die 2 neuen Videos. Genau. Einfach dahinter warum eine Zahl. Eine direkte Anzeige, dass ich diese Videos noch nicht kenne. Einfach dahinter, zum Beispiel hinterher die keine Zahl, 5 neue Videos, also 5 habe ich noch nicht gesehen. Sobald ich einmal draufklicke, ist die 5 auch weg. Also ich muss mir nicht die Videos angucken, damit die 5 verschwindet. Und alleine das würde schon reichen. Und dann bitte gerne auch in Rot. Also soll schon was Knalligeres sein. Eine Option gibt es ja noch, die ist relativ unwichtig, aber sollte man trotzdem noch mal zeigen. Und zwar hier ist ja über dieses Plus noch 1. Das zeigt euch einfach an, dass bei diesem Video noch eine Aktivität getätigt wurde. Hier zum Beispiel zu der Playlist hinzugefügt, Best Videos Ever Made. Rooster Teeth halt, die mögen das halt sich selbst loben. Dürfen sie auch. Nein, das ist wegen diesem neuen Kram, damit du irgendwie, also deren Hauptseite, wenn du auf deinen Kanal raufgehst, wird eben diese Playlist angezeigt. Ja. Insofern, wo sie halt selbst meinen, diese Videos sind sehenswert. Weil ja YouTube diese Funktion selbst nicht mehr hat. Ja, das ist auch noch eine doofe Geschichte, aber das ist was ganz, ganz anderes. Auf jeden Fall empfehlen wir zumindest, das muss ja jeder trotzdem für sich selber wissen, eure Lieblingsabos trotzdem anzupinnen, auch wenn ihr sie immer noch selbst anwählen müsst, aber ich würde es trotzdem machen, damit ihr die zumindest immer mal gleich klickbereit habt. Nur Uploads anzeigen würde ich persönlich deaktivieren, weil ich gerne lesen möchte, was eigentlich meine Abos noch so favoritisieren oder empfehlen oder zu sagen haben. Und was ich sagen, die meisten, die man so drin hat, die sind eh jetzt nicht drauf, dass sie sagen, ich like jetzt jedes mögliche Video und das spammt mich dann. Exakt, und wenn da wirklich Spammer dabei sind, dann könnt ihr sie ja über diese Option, wo man auch die Pins setzen kann, ja auch ausblenden. Das ist ja theoretisch möglich, das ist ja nicht das Problem. Kann man. Habe ich doch gerade erklärt. Wenn du, tut mir leid. Wenn du bei Abos bist, ich zeige das gerne auch nochmal im Video, und mit der Maus über Abonnieren gehst, wo du auch Abo beenden kannst, nur neue Videos anzeigen, andere Aktivitäten von Achievement Hunters ausblenden. Ja. Und ich persönlich würde dazu tendieren, bei Ansicht auf alles zu gehen. Ja. Eine Sache ist natürlich trotzdem noch scheiße, und zwar, wenn ich jetzt die YouTube-Seite wieder neu lade, ihr habt das gerade schon gesehen, dann wird mir jetzt zum Beispiel aktuell nur das neueste Video Let's Play Mass Effect 3 angezeigt und darunter steht Weiterladen oder Weitere laden. Ist das bei Highlights auch? Ja, nein, ne? Nein, da ist es nicht. Es ist ein Bug wahrscheinlich, aber es das ist wiederum, glaube ich, ist ein Bug. Ja, das war nämlich eigentlich jetzt nicht so. Aber gewöhnt euch an Weiterladen, das haben wir auch beide. Das ist eine andere Geschichte. Es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie eine Seite hätte, wo man seine Lieblingspartner irgendwie so mal alle abrufen könnte und den Gaming Clerks Content. Das wäre was Schönes, oder? Mhm. Das ist sowas noch nicht gibt. Also stell dir mal vor, es gibt so eine Webseite im Internet, wo du drauf gehst und siehst du alle Gaming Clerks Videos und alle Videos, die Gaming Clerks selber total gut findet, auf einer Seite vereint. Also quasi rechts direkt daneben? Ja. Oh, das wäre ja. Wir brauchen News. Das ist also total Quatsch. Das wäre wahnsinnig. Aber sowas wird es nie geben. Nein, das wird nie kommen. Gut. Vor allem nicht Dienstag oder sowas.
Gut, so viel auf jeden Fall erstmal zu dieser Geschichte. Ihr dürft übrigens ausnahmsweise ganz gern, wenn ihr das unbedingt möchtet und fandet, dass das in irgendeiner Weise auch gut erklärt wurde gerade, habt ihr jetzt einmalig die Erlaubnis, auch dieses Video zu vervielfältigen. Ja, das dürft ihr. Wenn ihr selbst das nicht hinkriegt, dann das hier dürft ihr. Wir sperren euch nicht, wir nehmen kein Geld von euch. Wir schlagen euch vielleicht zusammen, aber sonst ist alles okay. Jedenfalls hier nochmal ein Dank an Herr DK, der uns auch eben darauf aufmerksam gemacht hat. Und natürlich, euch bleibt natürlich auch genauso die Option offen, macht auch ruhig ein eigenes Video drüber. Wenn ihr im Sinne von, wenn ihr keinen Bock habt, jetzt irgendwie was zu teilen, dann macht ruhig ein eigenes. Auf jeden Fall sollte aber diese Geschichte ein wenig verbreitet werden, aus zwei Gründen. Erstmal, dass die Leute das sehen, dass sie alle ihre Videos sehen können, weil nicht nur wir, auch andere haben dadurch einen Nachteil, dass weniger geklickt wird, weil halt Videos verdrängt werden. Und die zweite Geschichte, und das wäre für mich viel wichtiger, dass YouTube checkt, hey, die Leute mögen das gar nicht. Ja. Hey, die Leute haben, die von Gaming Talks, die haben gesagt, wenn man da so noch Favoriten, das wäre, oh. Wahnsinn. Und die drum mit einer Webseite. Ja, gut. Wie gesagt, macht's, vervielfältigst, gibt es weiter, macht irgendwas. Gut.